Ich denke, da ist ein ganz großer Bedarf im Moment da, sich auszutauschen, kennenzulernen, was gibt es schon, was machen andere Leute, welche Akteure sind da, welche Themen sind da. Deutschland braucht eine OER-Konferenz, weil in Deutschland ganz viele kleine einzelne Aktivitäten zwar gestartet sind zu dem Thema, aber es noch gar kein großes öffentliches Bewusstsein gibt und Wikimedia Deutschland möchte damit den Bildungsbereich in dem Bereich nochmal unterstützen und ein Zeichen setzen. Deswegen brauchen wir eine große Konferenz, die diese ganzen bisherigen Entwicklungen, Strömungen, auch die Akteure auf verschiedenen Ebenen mal zusammenführt, dass die mal miteinander reden. Wir hoffen natürlich auf ganz viele Lehrerinnen und Lehrer. Wir hoffen auf Experten, Projektmacher, staatliche Vertreter, Interessierte, Netzaktivisten und genau dieser Mix macht es vielleicht so spannend. Aber der Lehrer muss sich auch darauf vorbereiten, dass sich an der ganzen Struktur von Bildung und vom Lernen eine ganze Menge ändern wird. Die Prozesse werden partizipativer, kollaborativer natürlich. Denn bevor ich wirklich anfange, eigene Materialien zu erstellen oder zu teilen, mich zu vernetzen, muss ich natürlich erstmal wissen, okay, worum geht es, welche Lizenzen gibt es. Das Alleinstellungsmerkmal von OER ist diese Veränderbarkeit, der freie Zugang und dass der freie Fluss des Materials gewährleistet ist. Die Konferenz ist ja in zwei Teile aufgeteilt, den kuratierten Teil, wo wir vorher das Programm zusammenstellen und den Barcamp-Teil. Zusammen machen, probieren, mutig sind. Aufklärung und Information. Eine Vernetzung der Akteure. Am 14. und 15. September in der Kalkscheune in Berlin.